am Tüfteln an sich hatte ich immer Spaß. So ist es jetzt auch in meinem jetzigen Beruf. Ja. Ich arbeite an Maschinen, an Robotern. Im Endeffekt sind das große Spielzeuge für Männer. Das treibt mich an, das macht mir einfach Spaß. Und wenn man Spaß am Beruf hat, dann ist doch alles gut. Mein Name ist Jan Vogt. Ich bin im Unternehmen für die Kamera- und Robotertechnik zuständig. Hahn Automation ist Experte in der Herstellung großer Fertigungslinien für die Automobilzulieferindustrie. Am meisten an meiner Arbeit gefällt mir, dass es sehr abwechslungsreich ist und das Zusammenwirken im Team. Es gibt in jedem Projekt neue Herausforderungen, die im Projektteam dann gelöst werden müssen. Und die Atmosphäre bei uns in der Firma, die finde ich sehr gut. Das ist eher ein lockeres Verhältnis und das ist die Hauptsache. Mein Name ist Jürgen Breul, ich bin hier als Elektriker angestellt. Im Rückblick auf die letzten 15 Jahre, die ich bei Hahn Automation arbeite, hat Spaß gemacht, die Firma auch wachsen zu sehen. Nicht nur mitarbeiterlich, wir sind auch immer flächlich größer geworden. Mir persönlich bedeutet dieses 25-Jährige relativ viel, weil 2 Wochen nach meiner Einstellung haben wir das 10-Jährige gefeiert. Und wenn man das 25 jetzt auch mitfeiern darf, das ist nicht so selbstverständlich. Für die Zukunft sehe ich für die Firma Hahn auch weitere Expansion, weil die Qualität, die haben wir dazu. Was wir hier bauen, hat Hand und Fuß. Ich freue mich sehr auf den weiteren Weg mit unserer Firma, auf weitere tolle Projekte, innovative Projekte, auf gute Kundenzusammenarbeit und vor allem gute Teamarbeit. Es ist Wahnsinn, in so einer innovativen Firma zu arbeiten und dann fährt man nach Hause und kann draußen auf einer Wiese liegen, kann runter an den Wald gehen, auf den Sportplatz gehen, sich mit Freunden treffen. Das ist einfach die Dorfgemeinschaft, die es dann ausmacht und die trägt sich auch bis in unsere Firma. Wo man halt zur Arbeit geht und womöglich montags in die USA fliegt. Und freitags wieder zurück und wieder auf dem Dorf leben kann. Ja. Ich sage immer so, vom Hund zurück in die Welt.